Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und ich Rattenkristall sammle. Ich sammle Rattenkristalle. Oder so ähnlich. Ja, jedenfalls wollte ich ja erstmal ein bisschen weitermachen. Dann habe ich außerdem noch einen Haufen Karten im Inventar. Die wollte ich mal aufmachen und gucken, was wir da so alles haben. Ein paar habe ich ja schon. Huch, hier liegt ein Kristall rum. Den habe ich vergessen. Ei, verbipscht. Gleich mit einsammeln. Ein Glück ist der Kreis hier so klein, dass man das nicht so passiert. Wie gesagt, ihr seht schon, hier waren schon ein paar Karten, die ich schon eingesammelt habe. Und die offensichtlich nicht das gedroppt haben, was ich wollte. Aber der droppt, was ich will. Plopp. Beziehungsweise nicht das drin hatten, was ich wollte. Alles ein bisschen schwächer als das, was wir hatten. Ein paar konnten wir auch verwässern an Karten. Und wir haben noch ein paar tausend haben wir noch im Inventar. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich mein Handy mal wieder nicht lautlos gestellt habe. Ach, das passiert einfach viel zu oft. Aber was soll's. Jedenfalls mache ich das jetzt gleich mal schnell noch mit hier, so nebenbei. Da ist der letzte. Ja. Okay. Jetzt habe ich sogar 11 Rattenkristalle. Das müssen wir erstmal bei den Pinkies nachgemacht werden. Vielleicht liegt sie an der erhöhten Droprate. Möglich. Bin ich schon fast versucht, schnell noch die Pinkies abzugreifen, jetzt so schnell wie geht. Ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Vielleicht macht das ja was. Die Arcons werden nicht ganz so schlimm sein. Ich werde jetzt direkt den Uroport nehmen. Oder gibt es hier irgendwo was, was man hier... Nee. Uroport. Und dann los geht's. Haben noch ein paar Minuten Dings drauf, also mache ich jetzt erstmal ein paar Pinkies. Zuvor räume ich natürlich erstmal das Invi ein bisschen leer. Machen entsprechend die Karte mal auf. Gucken mal rein. Vergeltung der Ratte. Ne, da haben wir auf jeden Fall mehr. Auf der Registrierten sind mehr. So, hier. Hopp. Kaufen. Zack, zack. Was haben wir hier? Königsspinne. Da hatte ich auch mehr. Die schnell aufmachen. Habe ich denn das her? Muss ich auch gedroppt haben. Nochmal Königsspinne. Habe ich auch immer noch mehr. So. Gucken wir mal, Königsspinne. Wir haben es fast durch, Juwelenwächter, 6 Sterne. Aha. Auf der Registrierten sind gleich, ne, dann können wir es auch registrieren. Arsch geleckt. Oh, sowas sagt man ja nicht. Popo geschleckt. Genau, Popo geschleckt. Besser wie Eis geschleckt. Ne, obwohl, das würde auch gehen, Eis geschleckt. So, ein Vogel mit riesigen Flügeln, ja, benutzen ja als Mount, das hatten wir auch schon. Auf der registrierten Seite sind gleich. Haben wir nicht mal was Neues? Voll fies, will mal was Neues haben hier. Königsspinne, 6. Auf der registrierten sind mehr Stimmen, da hatten wir sogar so eine 7er. Cool. Gut, die hier noch, und dann hätten wir eigentlich alle durch. Aha. Spinnenangriff hat auch wieder begonnen. Das schnell raus, das schnell raus, das raus, das raus, das raus, das raus. Zurückschlagen Jäger brauche ich nicht. Krieger auch nicht. Alles PvP-Zeug braucht kein Mensch nicht. Zack, zack. Schnellangriff 5, weg damit. Hopp, hopp und hepp, hepp. Das heben wir mal auf. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann hätten wir noch verringernde Magier. Das hier, das hier. Das hier. Das kann auch erstmal weg. Genau wie das hier. Die Laubklinge behalte ich mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe zwar schon mal eine gedroppt, aber vielleicht ist die ja besser. Oh, ich sehe gerade, ich war vergiftet. Gar nicht mitbekommen. Naja, gehen wir mal... Wo war denn das? Ich glaube, das war hier runter. Bei Poring runter. So hat es ja auch gesagt. Und dann hier unten. Hier stehen 1, 2 und hier auf der anderen Seite nochmal 2. Und dann ein Stückchen weiter hinten, glaube ich, noch 3. Ein dritter. Oder waren es sogar... Könnte auch noch ein paar mehr sein. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt Pinky-Sache. Du ist Pinky-Zeit. Kommt. Kommt zu mir. Pinky-Line, Pinky-Line. Pinky-Line, Pinky-Line. Oh, Mackinson braucht sie wahrscheinlich auch. Bom. Oh, ein Kristall. Ein Pinky-Kristall. Ja, Mac sammelt so. Das geht natürlich auch. Ist natürlich bei den Fernkämpfern immer ein bisschen schwer. Die ist... lassen sich sau bescheiden ziehen. Wo ist mein Mana hin? Ja, tut mir leid, das war mein Fehler. Habt ihr gerade alle Mobs aus der AOE gezogen? Ja. Das ist übrigens Inferno. Auch eine coole... Naja, AOE halt.
So, nehmen wir erstmal die hier hinten, oder? Ja, wir machen eine Reihe nach. Okay. Okay. So, hier sind zwei. Ich nehme mal beide mit. Ich will beide. Beide. Glückwunsch an Kyodo und Jagoran. Zack. Und hepp. Bäm. Noch ein Kristall. Das scheint wirklich an dieser erhöhten Droprate zu liegen. Kann ich mir nicht anders nicht erklären. Wenn ich hier... Hallo? Aufheben nicht erlaubt? Ach so, ist für ihn wahrscheinlich. Musst du Gitter jetzt abgeben? Oder was ist jetzt? Weil dann nehme ich den Kristall eben gleich mit, wenn er nicht will. Scheinbar ist er fertig. So, na gut. Dann nehme ich Schnittern mit. Habe ich kein Problem mit. Oder hat er ihn schon mitgenommen? Ne, da liegt er ja auch. Hopp. Plom. Aufheben immer noch nicht erlaubt. Sauerei, da droppt er eigentlich für mich. Oder ist der irgendwie buggy? Sowas gab es ja auch schon, dass die mehr oder weniger quasi eigentlich gar nicht da lagen. Wo sie eigentlich da liegen hätten müssen. So, hopp. Hopp, hopp. Zack. Jetzt ist er immer noch nicht freigegeben. Och Manu, ich hasse das. Oder er ist gerade in dem Moment aus Gruppe geschmissen oder hat gegangen, als das Ding losging. Das kann natürlich auch sein, das wäre auch nicht das erste Mal. Jetzt ging's. Kristall einer Pinky, 7 von 10. Woo! So, wer ist das jetzt? Ist das wieder immer noch Mekku? Nee, Lumino ist ein anderer. Ich dachte schon. So, auf jeden Fall, hier geht's schon ein bisschen schneller, muss man sagen. Orks kriegen wir nebenbei auch noch ein paar. Obwohl die jetzt erstmal nicht Priorität haben. Noch ein Kristall. Tja. Zwei Stück noch. Bitte lass das schnell werden. Dann gehen wir noch schnell zu den Arkons. Solange der Waff drauf ist. Und ja, das war keiner. Das war nur Edelsteinstaub. Mensch. Und dann ist alles gut. Alles bestens. Alles prima. Heißt natürlich erstmal, dass die anderen auch noch kommen müssen. Soweit ist es noch lange nicht. Ich hasse Fernkämpfer ziehen. Kann man immer so bescheiden ziehen, das ist schlimm. Und wenn man dann sich mitten reinstellt, kriegt man Dauerschaden von denen. Das ist nämlich auch nicht so schön. Pinky Kristall, juhu, einer noch. Ich glaube, das ist... So schnell war ich wirklich noch nie mit dieser Quest. Das muss man so sagen, wie es ist. Offensichtlich hat es gereicht, die Verschwörung aufzudecken. Es liegt nicht nur an diesem Spot. Wie gesagt, früher habe ich die auch auf dem Spot gehauen. Hab noch nicht mehr daran gedacht, dass es da ja so auch geht. Das liegt schlicht und ergreifend. Kann eigentlich nur an der Droplerrate liegen, an der erhöhten. Und an unverschämtem Glück heute. Das kann auch Sinn haben. Weil irgendwie. Pom. Ist das doch sehr hoch. Aua, gestunt. So, ja, jetzt lass mich doch mal wieder los, genau. So, zack. Den nehmen wir mit. Ah, jetzt habe ich den da hinten vergessen, den Pinky. Oder die Pinkine. Gibt es eigentlich auch männliche Pinkies? Meine, sind ja jetzt alles Mädels. Muss ja eigentlich dann auch männliche Pinkies geben. Müssen dann Punkies sein. Oder Punkies. Oh, ich sehe gerade, ich brauche ja auch noch Quests. Ich brauche die ja auch noch für eine Quest. Verdammt. Na, andererseits geht ja hier auch relativ schnell. Die Hälfte haben wir ja schon. Trotzdem werde ich, solange der Droprate-Buff danach drauf ist, wenn ich, vorausgesetzt, ich kriege den nächsten Kristall noch relativ günstig, zeitig, werde ich dann eben trotzdem zu den Archons wechseln. Weil, wie gesagt, die Kristalle sind schon nervig und ich bin froh, wenn ich sie los habe. Zack. Und das ist ja die... die dritte und letzte Quest, jetzt ist mir gerade die Stimme abhanden gekommen. Und wenn diese Quest fertig ist, oh, drei Kreuze an Kalender. Ganze drei Kreuze, so, jetzt geht die Kettensäge da draußen wieder. Nervig. Ich werde versuchen, das halbwegs rauszufiltern, dass ihr das nicht so extrem hört, aber ganz versprechen kann ich es natürlich nicht. Wenn ja, tut mir leid, wie gesagt. Müsst ihr euch bei meinem Papa beschweren, der ist das. So, Pinky, Pinky, Pinky. Na los, einen noch. Sträubt euch nicht so, die letzten habt ihr so schön gedroppt. Jetzt seid ihr dran, ja. Danke, das war's. Ich würde sagen, hauen wir schnell alles weg hier. Die Orkis auch. Und dann ab zu den Archons. Ach, da hinten lebt ja noch einer. Hallo, tschüssi. Archons. Archons, nicht Orks. Archons. Fall um.
Dankeschön. Dann düsterer Durchgang. Ganz schnell in den düsteren Durchgang. Warum steht denn da ein Esel ohne Reittier? Halt, hier hoch. 20 von 100 haben wir auch schon von den Orks. Ja, geht doch voran. Aber die Orks haue ich wahrscheinlich eher hinten, dort wo die Pilze dann noch mit sind. Die werden ja dann eh, da werden auch wieder eine lustige Wiederholungsquest. Ja, Level 60 wird, oder die 60er Level werden lustig werden. Da werden wir uns noch viel mit ein und denselben Mobs rumärgern müssen, fürchte ich. Aber das, ja, war ja zu erwarten. Wisst ihr ja, ich werde versuchen natürlich immer mal ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Kann es aber nicht immer versprechen. Aber ich gebe mir Mühe. Und bis jetzt hat es ja eigentlich auch ganz gut geklappt, selbst bei den Folterern und so weiter und so fort. Und den Gefangenen sind wir ja auch oft genug mal hin und her gerannt. Die Fledis hast du nicht gesehen. Und da kann man hier ja auch mal ein Äuglein zudrücken. So, hier geht's. Nein, Schafottplatz war doch. Obwohl, ich will ja gar nicht Schafottplatz. Ist schon richtig, ich will hier hinter. Hier, da will ich rein. Nee, das war Schafottplatz. Mensch. Dann eben doch das andere. Ich verwechsel immer wieder die Tore. Schlimm mit mir, schlimm mit mir. So, zwei junge Archons folgen wir. Die könnte ich zwar jetzt mitnehmen, aber... ich will lieber an den Spot, wo es ein paar mehr gibt. So, durch geht's. Ja. Würde durchgehen, wenn es mich denn durchlassen würde. Bitte, 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 lad. Offenbar bin ich im Tor hängen geblieben. Das ist lang nicht mehr passiert. Ja, muss ich kurz die Folge unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Tut mir leid, die kleine Unterbrechung. Aber, ja, das Spiel wollte gerade nicht. Entsprechend gehen wir mal aufs Pferdchen und reiten eben wie geplant weiter zu den Archons. Was haben wir denn hier noch? Pinkies, Pixie. Pixies brauche ich auch noch. Pixie-Flügel. Die hauen wir jetzt aber nicht. Machen wir dann später. Wichtig ist, ich habe erstmal die Pinkies fertig. Eventuell, nachdem wir die Archons fertig haben, können wir uns dann immer noch um die Pixies kümmern. So, jetzt habe ich's. Da geht's auch schon los. McWimmer hat sich den Titel Hoffnungsloser Verzauberer verdient. McWimmer ist auch ein Jäger, den kenne ich auch noch aus damals meiner aktiven Zeit mit Nagel, glaube ich. Da war er auf ähnlichem Level wie ich. Dass er jetzt erst diesen Titel hat, das sagt schon einiges aus. In dem Fall herzlichen Glückwunsch. Endgame hat den Heiratsantrag von Vian angenommen. Glückwünsche 2. Hoffe, ihr werdet es auch. So, 3 von 10. 4 von 10. Meine Güte. Braucht man sich wirklich nicht beschweren hier bei der Rate. Also, offensichtlich hat das Beschweren beim letzten Mal schon geholfen. Zack. So, Bestien 10. Ja gut, den lassen wir erstmal liegen. Erstmal geht es um die Archons. Viele schöne Archons. Wo gibt's denn die nächsten? Da drüben stehen noch ein paar Hühnchen. Ja, heute steht Geflügel auf dem Speiseplan. Schizophren hat sich den Titel Hoffnungsloser Verzauberer verdient. Glückwunsch, Schizophren. Da unten haben wir auch noch ein paar. Mal schauen, ob ich die irgendwie hochkriege. Mal schauen. Ab. Zack, das ging. Müssten die ja eigentlich, Mobs sind nämlich im Bergsteiger, Meister im Bergsteigen, wie man sieht. Die haben es locker hier hoch geschafft hier. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, Vanni hat sich auch noch irgendwann Einkaufsmeister oder sowas. Glückwunsch nochmal dafür. Glückwunsch an den Bolzen, weil er jetzt endlich 5 von 10 Kristallen gekriegt hat. Juhu! Und weiter geht's. Zack. Krakak, sagte einer. Von den Vögeln. Esst ihr eigentlich gern Geflügel? Also ich sag mal so, so zwischendurch mal ein Hähnchen vom Grill. Lecker. Ansonsten bin ich dann doch lieber der Schweine- bzw. Rindfleischesser. Ganz ohne Fleisch komme ich dann auch nicht aus. Aber ich denke, so wird es den meisten gehen. Selbst Vegetarier und Veganer werden das jetzt nicht verabscheuungswürdig finden. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Oder sagen wir mal so, ein Mensch wie viele andere. Was ich natürlich weniger nett finde oder weniger gut finde, ist teilweise die Haltung, wie die Viecher gehalten werden. In dem Fall muss man halt sagen, das liegt dann halt wirklich alles an der, ja, an der Zeit, an der heutigen. Heutzutage ist man es einfach gewohnt, jeden Tag mehr oder weniger Fleisch auf dem Speiseplan zu haben.
und kriegt halt auch Mecker, wenn das Zeug zu teuer wird. Früher war Fleisch eben ein Luxus, wenn es jetzt noch welcher wäre und alle Leute noch dran gewöhnt wären, dann ja, würde das auch niemanden stören. Schließlich gibt ja niemand auf, was er schon hat. Aber wenn er es nicht kennt, ist das was ganz anderes. Naja, was soll's. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Hoffentlich die restlichen drei machen wir in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.